Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Wollt ihr sehen, wie Kreis sich in Öl wälzt? Dann geht jetzt auf Kreis wälzt sich in Öl und sieht dabei extrem unästhetisch aus.com. Yeah, zusammen mit ein paar Enten und anderen Tieren aus der Natur wälzen wir uns bei Kreis Industries täglich in wunderschönem Öl. Wenn ihr Enten in Öl seht, dann rettet sie bitte. Wenn ihr Kreis seht, wie er sich in Öl wälzt, dann lasst ihn einfach gewähren. Der arme Mann, er macht das, weil er kann nicht anders. Und das ist sein ganz normales Verhalten. Leute, aber wenn ihr schon da seid, könnt ihr ein kleines Trinkgeld dalassen. Bisher hat bei Tomol noch keiner Trinkgelder dagelassen, deswegen kann ich es leider nicht vorlesen. Aber ich bedanke mich trotzdem natürlich für den Support, Unterstützung. Wenn ihr Lust habt, bewerten, kommentieren und zack, stechen wir rein. Es ist früher Morgen und ich steche tief in die Öllandschaften hinein. So, jetzt aber, pass mal auf, jetzt zack. Zack. Die Startertechnik mit den Maulwürfen. Maulwürfe sind einfach das Beste, was es gibt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir ein bisschen Öl, Wasser, dass wir irgendwie Sachen finden. Da ist schon mal was. Da haben wir schon mal was gefunden. Aber der Stichler findet auch was. Da hinten ist Water. Ja, okay. Hier wirst du was finden. Ich steche einmal kurz vor. Boah, guck mal, Alter. Der reißt die Hütte ab hier. Wahnsinn. So, zwei sexy Horses. Habe ich jetzt voll daneben gestochen? Ja, geil. Egal, legen wir nochmal einen 100er drauf. Boah, was hier an Wasser ist. Das ist ja krass. Kann ich ja direkt zwei Raffinerien füllen. Alter, ich stell direkt hier noch ein Silo auf, bevor das hier schief geht. Alter, das sieht ganz schlecht aus hier mit dem Öl, ne? Das sieht wirklich ganz, ganz, ganz schlecht aus mit dem Öl. So, einer muss mal hier ein bisschen was verticken, sonst kommen wir nicht weiter. Leute, sonst kommen wir nicht weiter. Ich habe sehr viel Wasser. Ich habe sehr, sehr viel Wasser. Was mir aber jetzt gerade, naja, auch eher mittelprächtig was bringt. Ah, siehst du so. Da jetzt geht's aber los. Jetzt finden wir was. Jetzt können wir beide verkaufen. Ja, im Prinzip ist es nicht so schlimm. Wir können ja hier... Wir können ja schon mal drauf los jetzt hier, ne? Mit. Da haben wir den zweiten Stich. Jetzt überlege ich gerade, pass mal auf, ja. Ich überlege und ich mache das, glaube ich, auch. Hier schon mal einen zweiten rein. Ich glaube, die Ölmenge an sich da rauszulutschen, wird natürlich ein großer Spaß. Aber wir wollen ja Benzin. ...97, 96. Hier geht er runter, da geht er hoch. 94, 93. Nö. Das sehe ich so jetzt nicht ein hier. Was könnte das denn hier sein? Ist das noch ein bisschen Benzin? Oder nicht? Ach Quatsch, warum mache ich das zu? Ich wollte hier größer machen. Okay, wir haben genug. Aber er zieht hier ein bisschen Nebenluft irgendwie, ne? Pferdchen raus. Pferdchen raus. Okay, wie machen wir's? Wir wollen natürlich jetzt
die heiße Nummer fahren hier. Pass mal auf. Raffinerie. Eine Raffinerie lagert ja auch. So. Pass auf, jetzt steppen wir hier den ersten Step rein. Den zweiten Step hier. Hier machen wir zu. Und holen uns hier Wasser. Wir fahren jetzt die ultimative Methode hier, Alter. Gucken wir mal, Petrol. Oh, 357. Da müssen wir natürlich was kochen jetzt. Ne, ihr verkauft einfach mal gar nichts. Zieht auf jeden Fall schon mal weniger Nebenluft jetzt. So, und da kommt Cash, Leute. Da kommt Cash. Und jetzt bauen wir hier hinten noch ein Türmchen. Boah, jetzt müssen wir sogar mit drei Leuten hier verkaufen, sonst wird der Sprit zu viel. So mag ich das, so mag ich das. Können wir hier noch ein bisschen Druck aufbauen. Die Pferdchen mal vergrößern. So, dann schauen wir mal, wie es sich hier entwickelt. Es ist immer so ein bisschen, da fehlt immer so ein bisschen der Nachschub, ne? Habe ich so das Gefühl. Aber dritten Turm sehe ich jetzt nicht bisher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Schmeiß hier noch mal ein paar Maulwürfe in die Bresche, sagt man so schön, ne? Einfach mal noch zwei Pferdchen rein. So, Sprit geht nie unter 2,95 hier hinten. Das ist doch schön. Das okay, wir brauchen noch eine Raffinerie. Betanken die auch. Was ist das für ein Geräusch? Achso, hier. Jetzt machen wir Sprit. Warte mal, hier habe ich schon auf 3, ne? Müssen wir ein bisschen schneller werden. Ist Juli, Leute. Saugt es raus, ey. Brauchen natürlich so ein bisschen mehr Wassereffizienz. Ist das ein Unterschied? Nee, ne? Hier entsteht Luft. Warum? So.
So, jetzt fährt der Onkel aber hier seine Gewinne rein. Wenn ich jetzt diesen Felsen hier zum Beispiel wegspreng, sagen wir mal, ich spreng jetzt diesen Felsen weg. So, weil ich kann natürlich auch mal gucken, ob hier vielleicht noch ein besserer Preis angeboten wird zwischendurch, ne? Wir gehen jetzt komplett, ich bleibe auf Benzin. Geht dann der komplette Felsen weg? Weiß man noch nicht, ne? Hier könnten wir vielleicht noch einen vierten Ölverkäufer hinbringen. Ein Ölschlepper. Okay, es sieht aber ganz, ganz gut aus eigentlich, ne? Das bringt nichts, okay. Verstehe, wenn dann einer leer ist, erstmal, ne? Könnte dann natürlich auch noch ein bisschen günstiger bohren. So, jetzt kann ich hier natürlich auch eigentlich zumachen. Hier wieder auf. Und wir hübschen. Wir bohren uns dann jetzt einfach mal nach hier hinten durch. Und holen uns noch ein bisschen Water. Ach so, weil der jetzt nicht... wenn ich den gesplittet hätte vielleicht, dann... Aber okay. Wir können hier sehr, sehr gut Sprit produzieren gerade. Ich denke, das Öl ist gefördert. Also wenn hier nichts mehr ist, dann kommt es jetzt wirklich nur noch drauf an. Das restliche Benzin zu verkaufen. Ich glaube, das ist gut gelaufen. Ich glaube, das ist gut gelaufen. Jetzt erstmal noch 2-3 Videos aufnehmen. Leute, sag ich euch, wie es ist. Na, und dann fahre ich mir erstmal Frühstück holen. Das ist immer dieses Montagmorgen, hast du nichts da. Und alles... Was ist das für ein Zischen? Ja, ich würde sagen, das war's. Verpachtung rückgängig machen.
Zack. Jawoll. Leute, 81.000 hat er gemacht, der Onkel. Also wenn da mal nicht wieder einer der Profitmeister ist, dann weiß ich es auch nicht. Und was erzählt ihr mir mit Kreis? Du machst das falsch. Du machst das falsch. Was ist das hier? Wer ist das? Rede mit mir, wenn es um Getränke geht. Für dunkle Geschäfte sprich mit meinen Kunden. Was? Was ist denn hier neu? Ach so. Eine Runde Dice Dice. Wollen wir Dice Dicen? Nee. Wo bleibt der Ballon? Naja, okay. Komm, wir machen eine kleine Aktienauktion hier. Der neue Bürgermeister. Was haben wir denn? 4%. Keine Ahnung. Ich gehe auf 30.000. Ich meine, das ist mein Höchstgebot. Warum biete ich jetzt nicht nur 18.000? Aber ist okay, ist okay. Ne, ein Darlehen brauchen wir nicht. Hier waren wir schon lange nicht mehr, ne? Wasserkraftbohrer Nummer 2. Das kaufen wir auf jeden Fall. Ist aber erst dieses vermeintliche, wer braucht schon Wasserkraft, ne? Der Scanner ist mir zu teuer. Oh, guck mal hier oben. Da sind die Guten, hä? Geh weg, Thorpe. Du hast keine Ahnung, wie man mit Öl umgeht. Aber 30 war schon gut, ne? 30 war schon gut. Ich hätte jetzt gerne noch mal geschaut auf der Karte, ob da noch was kommt. Oh, der Ballon da ist schon wieder unterwegs. Naja, wir gehen auf entspannte Basis. Gehen wir rein. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Brauchen wir den Kerl eigentlich noch? Ja, komm. Das ist immer eine sichere Bank. Das muss man ihm halt auch mal lassen, ne? Oh, wir haben jetzt gar nicht geguckt, ob wir irgendwie Schummel kaufen können, irgendwas. Jetzt müssen wir ohne Hilfe von Freunden dadurch. Da hat er was. Okay, erstmal anstechen. Boah, dann wird es ja wahrscheinlich hier irgendwo sein. Oh, wieder ganz knapp. Okay, dann lass das Bohren erstmal beginnen in ganz entspannter Atmosphäre. Hier drüben geht's los, hier verticken wir einen. Ein bisschen Geld muss reinkommen, ne? Ein bisschen Geld muss reinkommen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Einer reicht gerade zum Verkauf. Wir müssen ja irgendwie das Maximal rausholen, ne? Aber haben absolut kein Geld gerade. Wir haben wirklich wenig Öl, ne? Ja, komm, hier für einen Dollar könnt ihr beide verticken. Für einen Dollar 9 ist okay. Damit einfach mal ein bisschen Asche reinkommt hier.
gehen wir hier auf Doppelrohr. So, dann ziehen wir uns hier gleich einen Anschluss. Ist die Kraft von vielen Ölen ist hier drin. Obwohl, guck mal, ich kann ja hier noch einen Anschluss ziehen. Und den schließen. So, jetzt kommt Wasser rein. Das heißt, ihr hört erstmal auf. Und pumpt in die Raffinerie. Und jetzt gehen wir auf. Geh direkt auf Petrol. Kannst du da schon mal reintanken? Einmal die Raffinerie starten, bitte. Boah, 3,70. Hier wird hart betankt. Jetzt kommt Money rein. Wagen vergrößern, erstes Upgrade. Bei 75 da hinten geht's richtig ab. Nochmal einen dritten hier. Wenn ich richtig Gewinn machen will, darf ich natürlich eigentlich nicht über drei unter drei verticken, ne? Obwohl doch einer bitte zum Verkauf. Ja, komm, einer muss den Sprit jetzt da rausholen. Okay. Okay. Läuft ganz gut. Wir müssen natürlich jetzt hier so ein bisschen... Kann ich in dem Ding? Nee, kann ich nicht. Aber warte mal, dann verkauf mal hier drüben, du Lump. Das Upgrade mal kaufen. So, anders geht's jetzt gerade leider nicht. Komm schon, Alter, es ist Juni, kann doch nicht sein, dass hier nichts mehr ist. Oh yeah. Yeah, jetzt geht's los. Da hätte sich natürlich auch irgendwie ein zweiter Bohrer gelohnt, ne? Aber...
Wir brauchen hier mehr Wasser. Kann ich hier schon rauspumpen, während... Entsteht natürlich jetzt hart Luft, aber okay, was willst du machen, ne? Hallo, hier drüben. Da drüben, da geht's rund. Hallihallo, ey. Okay, jetzt ziehen wir die Gewinne, Leute. Jetzt ziehen wir die Gewinne. So, ich schicke nochmal hier ein paar Maulwürfe runter. 3,40 ist geil. Ja, wir müssen jetzt warten, bis er den hier leer gezurzelt hat. Damit er dann da unten anfangen kann. Da geht nichts mehr. Aber jetzt ist Druck auf der Ölspur hier. Immer schön abpumpen, Leute. Wir pumpen schön weiter. Okay, wir müssen ein neues Wasser holen. Ja, wir ziehen echt ein bisschen viel Luft, aber okay, es kommt genug oben an. Ist da mal ein Luftbläschen drin zwischendurch? Eigentlich zählt das als mit am Wasseranschluss? Warte mal. Ey. Mach mal schön Gewinne hier. Nee, dadurch wird es nicht billiger. Erst wenn ich das öffne, ne? Erst wenn ich es öffne, wird es... Du bist, du unterstehst einem gewissen Druck. Ganz kurz anhalten, während wir bohren. Ist ja noch genug Sprit drin. Jetzt wird heißes Süppchen gekocht. Könnte ich denn Benzin zwischenspeichern? Geht auch nicht, ne? Also du musst dann verticken, du bist... Oh.
Müssen wir die Raffinerie anhalten hier. Ist nicht genug Wasser drin. Okay, okay, okay. Vielleicht hätte ich mehr Türme ballern sollen, ne? Man muss das so ein bisschen... Warum habe ich den denn jetzt eigentlich vergrößert? Da bringt gar nichts, weil der jetzt alle ist. Da hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm Schuss. Das. Machen wir zu. Starten wir mal hier noch die Raffinerie. Kacke, ist schon November, ey. Oh, 266, 67. Guck mal, hier steigt es, glaube ich, schneller. Fahrt mal darüber. Warum läuft die heiß? Wegen Wasser. Nicht genug Wasser für zwei Raffinerien. Oh, ey, hier ist für 3,70 wird hier vercheppert. Der letzte Monat läuft, ich weiß. Der letzte Monat. Ja, wir haben wenigstens das ganze Öl gefördert, aber... Oh nein! Mano, ärgerlich, ärgerlich. Komm, ein bisschen Sprit vertickt er noch. Hau raus, den Lumpen da, den letzten Klumpen. Ja, komm, im Prinzip, mehr wäre nicht gegangen, Leute, mehr wäre nicht gegangen. Mit 70k geht er raus aus der Runde. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode. Die reiche alte Daisy, die macht das Rennen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber vielleicht auch nicht. Wer weiß, was noch für Karten kommen. Wir können auch noch ein paar Runden versauen. Also bin ich mir doch nicht so sicher. Aber wo ich mir einen sicher sein kann, ist, dass ihr mich ein bisschen supportet. Das wäre super cool. Leute, ich bedanke mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.